Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Moin. Heute sind wir in Malchow unterwegs bei der alten Munitionsfabrik. Erbaut wurde das Ganze 1938 im Auftrag der Dynamit AG und war im Betrieb von 39 bis 45. Und ja, wie der Name schon sagt, wurden hier Sprengköpfe, Sprengkapseln, was auch immer hergestellt. Bis das Ganze dann 45 von den Sowjets zum Großteil demontiert und gesprengt wurde. Und seitdem ist es quasi alles hier verlassen. Aber es zeugen noch etliche Spuren davon. Also die konnten nicht alles sprengen und nicht alles entfernen. Und dann gibt es halt auch etliche Strukturen sozusagen, die man sich angucken kann. Wie hier auf der Seite geht's los. Also wurde die Munitionsfabrik versorgt damals mit einem Bahnhof, ne? Richtig. Genau. Und die Bahntrasse, die wurde schon längst gesprengt, ne? Und ich glaube, das gehört hier mit zum alten Bahnhof. Genau. Genau, da können wir schon mal gucken gehen, ne? Ja. Ja, man kann es nur noch erahnen, ne? Ist das wie so ein Bahnsteig oder was ist das? Na, ein Bahnsteig sicherlich nicht. Also ich denke mal eher, dass das ein Produktionsbahnhof war. Oder? Ja. Man kann das halt nur erahnen, ne? Das ja. Ist eine Welle. Oh, da hinten sieht man auch schon wieder die nächsten Erdball. Muss sicherlich auch mal irgendwas sein. Ne? Ja. Gut. Hier gab es jetzt nicht so viel zu sehen. Gehen wir mal weiter. Hast du noch was entdeckt? Ich hab gedacht, da kann man reinleuchten, aber es ist so fett, das Beton. Ja, lass mal leuchten mal noch. Siehst du nichts? Ja. Naja, krass, das ist so dick, ne? Ja. Deswegen haben die das auch nicht gesprengt gekriegt. Was sind das eigentlich immer hier für kleine Ausbuchtungen? Ja. Das sieht aus, als wenn da irgendwas rein. Das sind ja die Stufen irgendwie, ne? Ich weiß nicht, als wenn irgendwas drin war. So. Die hatten teilweise um diese Anlagen, also da, wo die Munition hergestellt worden ist, so eine Welle erschaffen, ne? Aus alten Baumstämmen und Bauschutt, dass im Falle einer Explosion, halt bei einem Unfall oder sowas, ne? Dass die restlichen Gebäude quasi geschützt sind. Deswegen sind teilweise so Schutzwälle, die man immer so sieht im Wald. Ich kann mal gucken, was kann sein, wenn ich das dahinter sehe, dass das komplett gesprengt ist, wenn du mal da oben rüber guckst. Ich komme mit hinterher gleich, warte. Komm mal mit, ein Stück. Ja, du leuchtest ja. Siehst du denn dabei noch ein bisschen was an? Ja, sehr gut. Boah, es wird aber eng. Ja, es geht auch nicht weiter. Hä? Es geht auch nicht weiter. Alter, ist nur noch die Platte oben. Geht nicht weiter? Ich kann da hinten schon wieder rausgucken. Du willst schon wieder helfen. Also wahrscheinlich könnte ich mich da durchquetschen und da wieder rauskommen, nee, aber dann bin ich quasi in der Mitte. Bringt das nichts. Nee, dann bin ich in der Mitte von dem. Ja. Sprengen. Siehst aber schön gequetscht aus, da. Boah. Oh Mann. Eieiei. Versuch was wert, ne? Das war ein Bunkereingang, würde ich sagen, oder? Das war mal groß. Oh. Ah, okay. Also wir haben quasi gerade da unten an der Ecke gesessen. Sind wir hier erstmal runter? Ja, okay. Da ist einmal so ein Wall oben. Entweder ist das ganze Dach mal nach innen besackt hier? Ja, man sieht ja da unten auch Betontrümmer. Da sind überall halt so Betonreste, ne? Da auch wieder.
Aber insgesamt finde ich das ein sehr schöner Wald irgendwie. Ja. Schön dicht, ne? Naja, nicht umsonst haben die das hier erbaut, ne? Tarnname Albion hatte ich gelesen. Albion. Albion. Mhm. Ich wollte dir noch ein paar Fakten erzählen. Ja. Nee, ich wollte eigentlich nur erzählen, als das 39 in Betrieb ging, waren hier irgendwie 288 Beschäftigte, Arbeiter zugange. Ja. Und zu Hochzeiten knapp 5000 tatsächlich. Das ist aber wirklich eine Menge, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, und die meisten Arbeiter waren Zwangsarbeiter, ne, aus dem KZ Ravensbrück, die das errichtet haben, ne? Nicht nur aus dem KZ, auch Zwangsarbeiter aus Polen, Sowjetunion, Italien. Mhm. Auch die Großeltern von meinem Papa waren hier Zwangsarbeiter tatsächlich. Ja. Traurige Geschichte auf jeden Fall. Und heute zeugen nur noch die Betonreste davon. Krass. Das hat was. Ja. Das ist noch ein altes Kabel hier sogar, das überlebt hat. Wir stehen drinne. Ich gehe fotografiert noch so ein paar Stalaktiten. Ja, das sind die, die von der Decke hängen. Ach so. An unseren Stalagmiten. Ja, der war nicht groß, aber das könnte halt auch so ein Munitionsaufbewahrungsbunker gewesen sein, ne? Kein Plan. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sieht man die Grundstruktur noch gut, finde ich. Ja, und von der Stärke der Mauer. Ja, auf jeden Fall. Krass, oder? Bis 100 Meter daneben ist schon der nächste Bunker, der gesprengt ist. Krass. Das Pfand? Ja. 50 Cent. Oi. Cash in, trash out. Okay. Du meinst Urbex in und trash out. Genau. Das sind noch Behälter. Vielleicht mal von der Tür oder so. Stahlbeton. Hat gehalten, aber nur einen gewissen Grad. Ne? Irgendwo da hinten haben wir auch noch einen gesehen. Und da hinten. Da ist auch schon wieder der nächste. Du hast deine Pfandbeute verstaut. Ja. Leute, lasst euren Müll nicht überall rumliegen, vor allem nicht im Wald. Mhm. Aber ehrlich, da geht's. Unter dem Schlammboden verbirgt sich quasi auch die ganze Zeit so ein Betonplattenweg, ne? Komplett. Typisch halt, ne? Ja. Ja, Eke hat gerade gesagt, sie hat da schon eine Nummer drauf gesehen. Das ist so ran gesprüht, das deutet meistens darauf hin, dass es sich halt um ein Fledermausquartier handelt oder sowas. Ja, hier wurde auf jeden Fall der Originaleingang zugemacht, ne? Und hier können die Tierchen quasi rein. Ja, können wir mal reingucken. Ohne die zu ärgern natürlich. Oh, hier geht's ja um die Ecke rum. Meine Mutti bist der erste durch. Okay, dann geh ich mal vor. Ich versuch's mal, wenn ich hier reinkomme. Kannst du ja mal gucken? Ja, aber das ist ganz schön hoch, ne? Kriegst deine Beine wieder nicht so hoch, ne? Ja, das wird nix. Okay, musst du ja auch nicht. Wenn's nicht geht, geht nichts. Ich glaub, das geht zu hoch. Ja, okay, dann ist es halt zu hoch. Dann lassen wir das. Ach, nee. Das verstehe ich nicht so doll. Okay.
Gott, das kommt nicht mit ins Video. Und stoß sie bloß in den Kopf. Hätte ich mir dann eine kleine Leiter mitnehmen müssen. Nee, ich wüsste auch nicht, wie ich da rübergekommen, ehrlich gesagt, durch das Loch. Das ist gar nicht so. Das ist so klein. Ja, ja. Das wird nichts mehr. Müsste tiefer sein. Also, für mich. Ja, das willst du festhalten, ne? Nee, das ist scheiße. Nee. Ja, man könnte sich schon hier hochstürzen, dann machst du wieder alles kaputt. Ja, du musst aber auch mit deinen Beinen da reinkommen irgendwie. Ja, da sehe ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht das Problem, wenn ich erstmal da hochgestürzt bin. Ja, nee, also ich krieg das nicht mehr hin. Lassen die kleinen Vögelchen mal lieber in Ruhe, ne? Die Vögelchen! Klein. Ja, das sind Säugetiere, Entschuldigung. Kleine Vögelchen. Die fliehen zwar, ne? Die flattern. Aber es sind Säugetiere. Dann lassen wir mal die kleinen Mäuschen in Ruhe, ne? Ja. Gut. Hört schon besser an. Genau. Ich meine, jetzt so im Winter sieht man wenigstens noch was. Aber stellt euch mal vor, es ist alles grün hier. Also komplett jeder Baum hat Blätter. Du siehst hier nichts mehr. Jetzt erkennst du noch die Strukturen wenigstens. Ja. Heftig, ne? Komm mal rein hier. Das sieht schön aus, ja. Oh ja. Das ist wie so ein Märchenwald. Ja. Toll. Sieht echt schön aus. Ich meine, selbst auf Beton, ne, holt sich das, die Natur das quasi wieder, beziehungsweise nutzt die Natur das aus, ne? Ist ja quasi, gehört ja hier nicht in den Wald. Trotzdem nutzt die Natur das wieder, verwandelt das wieder in irgendwas, was man braucht. Sauerstoff. Zum Beispiel. Ich finde das toll. Ja, guck mal, auf was laufen die denn hier rum? Das ist ja total zerbombt hier. Das ist Wahnsinn. Ja, es geht bis hier hinten, einmal rum. Ja. Das kann ein riesiger gesprengter Bunker sein. Ja. Ne? Wird's auch. Muss es ja. Wo kommt sonst dieser ganze Beton her? Hier siehst du es ja auch noch mal richtig tief. Also ich möchte jetzt dahin. Wohin? Da. Da hinten? Da. Ja. Gut, dann. Marsch, marsch. Voran. Ich suche noch den richtigen Weg, weil es ist mir echt ein bisschen unwegsam hier, wo ich gerade stehe. Ich glaube, wir gehen da lang. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht in ein Loch reintritt. Ist gar nicht so ungefährlich, die Angelegenheit hier. Was ist das für ein Datum? Der 9.93. Komm hoch. Der 9.93. Tatsächlich. Das ist zugemauert worden. Ja. 1953 wurde das von den Russen hier demontiert. Und danach ist damit nichts mehr passiert. Ja. Also es kann schon sein, dass sie das so lange dann für die Fledermäuse schon nutzen. Ja. Du siehst wieder überall die Gräben. Das Ganze wurde hier übrigens mit Wasser aus dem Plauer See und aus dem Petersdorfer See versorgt. Der ist ja nicht weit, ne? Ja. Ja, krass. Hier kann man noch richtig rein. Wie gut die Decke noch erhalten ist. Ja. Heftig. Oh, ich sag mal, wenn es regnet, ne? Ja, definitiv. So, dann brauche ich auch mal meine Lampe. Hat schon ein paar Risse, ne? Wahrscheinlich ein paar Treffer abgekriegt. Irgendwelche Fledermäuse hingekommen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Perfekt. Was geht richtig rum? Achso, das ist hier der andere Eingang quasi. Ja.
Ja gut, ich meine, das Ding war jetzt hier nicht zugemacht, aber eigentlich sollte man jetzt zu der Zeit nicht unbedingt hier in die Bunker gehen, weil, wie ihr seht, diese ganzen Steine, die stehen hier in Fledermäusen zum Nächtigen. Ja, und hier war mal ein ehemaliger Geocache, ne? Ja. Eine schöne Station. Grüße an Mel und Ralf. Mhm. Wir sind heute auf den Spuren von Kilroy und die Munitionsfabrik. Das gehört mir dazu, ne? Ja. Ich glaube, das soll normalerweise nicht auf sein, ne? Guck mal, siehst du das auch? Tatsache. Siehst du das? Ja. Das ist noch ein altes Wandgemälde. Ein Konterfeit von irgendwas. Und das sieht aus wie so eine Babuschka. Ja. Siehst du das mit dem Kopftuch? Ja, warte mal. Du hast hier euer, kriegst du gut drauf. Brauchst nicht mit Leuchten, nicht? Das ist gut. Hier ist ein Kopf. Hier ist eine Babuschka. Ja? Ja, eine Babuschka. Stimmt, auch nochmal. Irgendwie ein Kopf von der Seite oder so, ja, der so rüber guckt. Oh. Willkommen in einem Land vor unserer Zeit. Hier auch wieder schöner Moos. Überall so Ein- oder Ausgänge, ne? Ich denke mal, wir sind hier wieder. Hier war halt der Eingang, hier war halt ein riesiges Dach, mehrere Eingänge. Da ist nur eine, da ist nur eine. Sternförmig angelegt, da eine. Ja. Hier. Ja, ja, das sind alles Ein- und Ausgänge, genau. Sternförmig angelegt. Oh, guck mal, da oben ist auch noch so ein. Da können wir mal hier vorne rein vielleicht und dann, dass man vielleicht auf der anderen Seite wieder rauskommt. Geht auf jeden Fall. Ja, aber man kommt auch von der Seite gleich wieder rein. Hier geht genau die Ecke. Was hast du entdeckt? Ja, hier geht es durch. Ah, aber hier scheint es nur rechts. Ja. Wir distanzieren uns von allen Symbolen, die wir hier an den Wänden sehen. Rein. Einmal durch. Ja, die haben das so angelegt, ne? Wie so Splitterschutz. Auf allen Seiten Vorkanten. Ja. Mich fasziniert dieses Moos. Faszinierend. Faszinierend. Ich hab für dich ein, soll ich für dich mal einen kleinen Moosporn zusammenstellen? Okay. Gut. Wie viele Punkte haben uns noch gesetzt auf der Karte? Das ist der zweite. Von? 11? Schaffen wir noch nie. Die Dämmerung bricht nachher langsam ein. Das ist 6. 4 und 5 ist da oben. Das ist aber auch alles relativ dicht nachher, ne? Ja, ja, das ist alles dicht. Und das ist halt der See, wo wir vorhin gesprochen haben, der das Gelände halt mit Wasser versorgt hat, ne? Nee, ist der Flowersee. Flowersee. Mhm. Naja, die haben das schon clever sich ausgesucht, das Gelände, ne? Ja. Beruhig. Abgelegen, ruhig, getan. Ja. Du hast es gut ausgedrückt. Abgelegen, ruhig, getarnt. Und scheinbar weit weg von einer großen industriellen Stadt, die vielleicht angegriffen wird beim Bombenangriff oder so, ne? Boah, das sieht heftig aus. Das sieht heftig aus. Krass. Ja, hier. Ich meine, hier musst du wirklich aufpassen. Auch jetzt Tiere, ne? Die hoppeln hier lang. Hoppel, hoppel, hoppel. Zack, rein. Kommen sie nicht raus so schnell? Gut, da sind jetzt ein paar Äste, aber heftig die Dimension. Diese Betonwand hier, die ist bestimmt 6-7 Meter. Ja, das kriegst du gar nicht rauf, Dimension. Das sind hier locker 7 Meter oder so. Hier auch. Alter, na, wir gehen ja gleich mal hier unten durch. Guck mal, wie dick diese Wand bzw. Decke ist. Ja.
rauskriege. Geht tatsächlich. Oh, ich bin im Arsch. Oh, fuck. Es war nicht mit drauf auf der Kamera, dass du den Baumstamm durchgebrochen hast. Hängen geblieben. Der ist halt morsch, ne? Ja. Oh, hier ist morsche Ass. Allein hier diese Dicke? Ja, perfekt. Locker 1,5 Meter bis 2 Meter dick. Und dann genau so hoch. Ich weiß nicht, ob das die Decke war. Ich glaube, das ist die Decke gewesen. Ja, die Decke. Das meine ich auch. Ja, ja. Und die ist so quasi oben war sie. Und ist dann so nach innen. Ja, genau. Die Seite auch. Zack. Einfach krass. Auch hier wieder der schöne Moos. Ja. Das. Das schöne Moos, ja. Cool. Ja. Von der Seite sieht es fast noch geiler aus. Mega. Oh, es geht richtig runter, wa? Mhm. Was? Ja. Da drüben ist der andere, wo wir gerade waren, der große. Ja. Gut, dann trinken wir mal einen Tee, wa? Ja, das war die Sonne. Ja. So, dann packen wir mal unsere 7 Sachen wieder zusammen und gehen weiter. So 1-2 Punkte haben wir noch abzuarbeiten. Oder wie viele? 4 bis 11. Also von Punkt 4 bis 11. Ja. Okay. Ich habe ja eine Taschenlampe mit, ne? Ja, weil die Sonne geht langsam unter. Ist doch genug da. Ja, noch genug. Und dann kommen die um die Bäume und dann ist es dunkel. Da gibt es aber auch richtig ein krasser Wall. Ja. Der fängt hier vorne an und geht da ganz komplett lang am Wasser. Einmal rum, ne? Mhm. Das sieht aber auch wirklich ganz interessant aus. Ist doch kein Wunder, dass wir nicht zu Potte kommen. Ehrlich. Wenn du an jeder Ecke hier was siehst, wo du hinrennst. Aber ich meine, das sieht dann wirklich verlockend aus, ne? Da kann man doch nicht vorbeigehen. Ein dunkles Loch. Das ist verlockend. Sehr verlockend. Zimmer 9. Zimmer 9? Oh, ist schon vorbei? Ja. Oh ja, hier wäre der Eingang, ja. So ein kleiner Spalt ist dann nur für die Fledermäuse? Aber wir müssen trotzdem mal oben in den Wald gucken. Das sieht gut aus dahinter. Okay. Ja. Gut. Geh mal um diese Kurve da. Das ist auch wieder so ein gesprengtes Teil. Ah ja, aber hier steht noch ein bisschen mehr. Ah ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie glatt das noch alles ist und gut aussieht. Ja, weißt du, also, was ich krass finde, dass man von, das war ja, muss ja mal in Holz gegossen worden sein, als Verschalung. Weil du siehst ja hier noch die Strukturen von dem Holz, die Maserung. Hast du recht, hier, absolut. Sieht aus wie Holz. Ja. Ist aber Beton. Und die Wand, wo du da stehst, die ist einmal wieder rausgedrückt, ja, oder die komplette Wand ist nach innen gedrückt. Richtig krass. Wahrscheinlich das eher raus. Ja. Was die Kräfte sind. Alter. Du kannst das fotografieren, wie du willst. Es sieht einfach scheiße aus. Ja. Das Auge ist immer noch die beste Kamera. Ja. Das ist einfach so. Einfach scheiße aus auf dem Foto. Das sieht einfach scheiße aus. Aber das ist schon wieder cool aus da, dieser Eingang mit dem Baum da drauf. Crazy. Gut. Wir kommen immer wieder ab von unserem Ziel. Das ist wirklich schlecht. Das heißt, wir müssen wieder kommen. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Ja. Tja, ich komme gerne wieder. Sind wir jetzt hergefahren? 50 Minuten? Ungefähr, ne? Wenn wir im Sommer mit dem TT fahren, dann sind wir auch schneller, leider.
Das sieht auch krass aus, die Mauer, ne? Das sind wieder dicke Mauern. Unglaublich. Und da hinten ist noch sowas wie so ein Eingang, ne? Mhm. Hier wieder gut zu sehen, die Decke da auch. Ist wieder so nach innen gestürzt, ne? Durch die Explosion. Heftig, wie das, also was das auch für Sprengstoff sein muss. Vielleicht haben sie das, was hier hergestellt wurde. Gleich mitbenutzt, ne? Nitropenta. Nitropenta. Okay. Ja, es gab ja auch noch sowas wie eine Chemiefabrik drauf, ne? Ich glaube, das war nur als solches getarnt. Ja? Ja. Okay. Das sind Dimensionen, ne? Sieht man mal jetzt, wenn du da drin stehst, wie hoch das eigentlich ist. Aber wenn du es überlegst, wie viele von diesen Bauten hier standen, ne? Wie viele die auch denn hergestellt haben müssen. Also es muss ja sehr kriegsentscheidend gewesen sein. Also jetzt so diese Herstellung, ne? Wichtig wahrscheinlich auch für die Russen, das dann hier zu zerstören, ne? Wurde hier hergestellt. Aber ich weiß nicht, ob das über die 6 Jahre hergestellt wurde oder ob das irgendwie ein Produktionsjahr war. Weiß ja. Ich jetzt nicht genau. So, welcher Punkt war das jetzt? 4. Von? 11. Spitze! So keine 50 Meter weiter stand der nächste Bunker. Und der ist wirklich von den Dimensionen der größte, oder? Alter. Boah, ist das ja wie ein Gebirge hier. Ja, das kriegt man gar nicht auf, ne? Nee. Ich sehe nur da hinten, das ist eine Steilklippe. Du kannst es wirklich so nennen. Dimensionen. Krass. Hier war was gefliest. Was gefliest? Ja. Das sind gelbe Fliesen an der Wand. Ja, stimmt. Richtig, die Fliesen noch zu sehen. Krass. Ja. Boah, die, also das und das, da die Ecke, das ist schon richtig irre. Kriegt man ja gar nicht rauf. Nee. Und dann gehen wir jetzt hier so durch oder oben lang? Ich würde sagen, oben lang. Okay. Ja, glaube ich nichts. Gut. Dann können wir das mal genau von gegenüber filmen. Ja. Schöner Stahlbeton. Da drüben kämpfen welche. Wo? Das riesen Steilmauer. Ja. Steilklippe. Ja. Guckst du zu? Ach, da. Klippe? Ja, ja, okay. Haben sich welche ein Lager gebaut. Das hätte mich jetzt aber erschrocken, wenn wir da runtergegangen wären. Auf einmal sitzen da welche. Ja. Was? Ich hatte einmal rübergewunken. Haben Sie gewunken? Ja, deiner zurückgewunken, ja. Was ist das denn? Das sieht ja so richtig so rund aus. Ja, das Ding sieht krass aus hier. Das soll mich abstürzen. Nee, das wäre äußerst schlecht. Ja. Stehen wir hier im Wald, vorm Loch. Von wo kommst du denn da rein? Seh dich. Häschen in der Grube. Moin.
zuerst nehmen. Gut. Muss mal meine Oma anfassen, kannst du das nicht mal kriegen. So sah es aus. Hier ist schon mal ein Ausstieg. Aber hier kommt er viel einfacher raus. Ich bin wieder da. War gut. Ja, fantastisch. So, wieder ein 1A Wanderweg hier. Niemand hat hier von einem Wanderweg geredet. Wir reden nur über dieses Geröll aus alten Betonresten. Boah. Und jederzeit kannst du hier mit dem Fuß in ein Loch einfallen. Das sieht ja wirklich sehr glatt aus. Geht's ja noch mal richtig ab. Hier ist jetzt ja ein Würfel nach dem anderen. Da ist noch eine, da ist noch irgendwas. Dahinter ist noch irgendwas. Guck mal, die Nummer, die ist auch original, dass es ein Zweierspiel ist. Sieht irgendwie gruselig aus, das Ding hier. Ist das auch für Fledermäuse? Zum Aufwand? Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht, oder? Und dann ist alt. Logischerweise. Krass. Da ist auch noch die Nummer 18, auch mit dem Maus verschlossen. Ja. Ah, die haben das nach und nach für die Fledermäuse, denke ich mal, als Kartierung gebaut. Aber da kommt doch keiner mehr rein, ne? Ne, muss ja auch nicht. Einmal angelegt, dann von außen so dicht gemacht. So, ich sag mal, wenn es regnet, ne? Oder so hast du einen coolen Shelter. Da, ja. Zum Übernachten, so ist das geil. Im Sommer? Oh, ja, das ist richtig cool. Krass, was hier für Beton im Wald steht. Das ist echt auch normal. Der sieht noch recht intakt aus, muss ich mal sagen. Schön mit dem Rundbogen. Das sieht richtig gut aus. Krass. Das ist schon ganz schön dunkel, ne? Dunkel war hier im Wald drin. Ja. Er ist heftig mit diesen Rundbögen irgendwie, ne? Dass sie das so gemauert haben, ja. Ist gemütlich hier. Es halt auch überhaupt nicht durch die Bäume. Ne? Ja. Ihr seht den schönen Bunker im Hintergrund. Zwar ohne Decke, aber halt mit diesen coolen Rundbögen. War jetzt unser letzter Punkt auf der Karte. Ja, jetzt machen wir uns so langsam auf den Rückweg. Nach ein paar Stunden haben wir es geschafft. Wir kommen bestimmt noch mal wieder. Aber auf jeden Fall krass, dass hier noch so ein Wald steht, nach so langer Zeit. Ich glaube, wir haben lange nicht alles gesehen. Nee, haben wir auch nicht. Garantiert nicht. Hat uns gefallen auf jeden Fall, die Runde. Wir hoffen euch auch. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also macht's gut. Ciao. Ich mach Yoga für dich. Shangri-La. Warte, mit der Sonne sieht das schon. Warte mal, machen wir nochmal.